Eins der ersten Videos auf meinem Kanal ist genau hier entstanden, im Bottega Ceccarelli. Das ist mein Lieblingsbäcker, meine Lieblingspizzeria, meine Lieblingspizza. Deshalb muss eine zweite Folge folgen. Let's go! Da sind wir mit der wunderschönen Pizza. Wie heißt sie? Vesuvio. Aris Pizza ist das. Aris Pizza. Also wenn ihr herkommt und sagt Aris Pizza, dann kriegt ihr eine scharfe mit Salami und was ist alles drauf? Salami, frischen Chili von uns zubereitet und Pecorino Romano gerieben ist drauf. Perfekt, ich liebe es. Und die Pizza ist auf der Karte zu haben, Vesuvio. Vesuvio. Und hier haben wir einmal für Jackie. Tonno und Andouille Pizza für Jackie. Die mit kleinen Datteltomaten drauf. Thunfischfilet im Olivenöl gelegt. Wunderschön. Andouille, die scharfe Streichsalami aus Kalabrien. Sehr gut. Kannst du die mir einmal schneiden, sehr wenn gerne. Du schon mal mit der Schere sehr hier bist? Sehr gerne, mein Freund, das machen wir doch gerne. Oha. Wow. Schön strukturiert, so wie sein muss. Hammer, ja? Genug Licht hier. Zeig mal. Da, zack, zack. Guck dir das mal an. Keine Amateure. Zieh dir mal die Fäden rein. Der Rand ist so fluffig und genießt weich. Genießt deine Pizza. Danke schön. Ist deine Lieblingspizza, wissen wir ja, ne? Ja. Ja, wir sind ja einmal die Woche mindestens hier. Und das ist der Grund. Guck sie dir mal schon alleine an. Oh Gott, dieser weiche, fluffige Rand. Generell die Pizza. Guck mal, nimmst du so. Weißt du, was man damit macht? Genau so nehmen und... Schmeckt ja, mein Freund. Musst du nicht mal beißen. Legst du rein. Genau, schmilzt. Siehst du, ne? Und schmilzt auf der Zunge. Das ist wie Gelato. Genau so muss sein. Wie Gelato Stracciatella. Ja. Perfekt. Einfach nur geil. Das Besondere, hier gibt es auch nur italienische Zutaten. Alles qualitativ hochwertig. Vom Mehl bis zur Tomatensauce, bis zu dem Pecorino. Alles frisch. So schmeckt es auch. Allein schon die Tomatensauce. Ist das eine besondere, oder? Ja, das ist die beste Tomatensauce Italiens. Ui. Wurde bewertet. Nice. Dann haben wir Solania. Solania. Ist mein Favorit. Meiner auch. Beste Rand, den ihr jemals essen werdet. Ich bin auf Wolke 7. Weil mich immer viele nach den Preisen fragen. Also ab 10 Euro geht es hier los mit den Pizzen. Das wäre dann die Margarita, gehe ich mal von aus, oder? Warte. Okay. Genau. Marinara. Marinara. Genau. Oh. Die beginnt bei 10 Euro und dann geht's nach oben. Kommt drauf an, was ihr drauf wollt. Da gibt's Pistazien, Sachen. Trüffel. Trüffel, Müffel, Mortadella. Alles, alles. Mega Kreation. Wenn ihr irgendwas Spezielles mögt, auch mal gerne anfragen. Korrekt, machen wir. Ich denke, er erfüllt jeden Wunsch, oder? Aber ja. Bei uns gibt es kein Ananas, das ist schon mal ganz wichtig. Ja, ja, ja. Kein Mais, ja, bitte. Nein, nein, nein. Nicht diese komischen Fragen. Ja. Bitte, ja. Und auch kein Sauce Hollandaise. Ja, oder so, Katastrophe. Brokkoli. Jo. Das ist eine Sünde, Todsünde. Richtig. Das gehört nur zum Fleisch, Brokkoli. Die beste Pizza deutschlandweit, würde ich sagen. Ist das die beste Pizza? Ich denke, da kommt keiner ran. Wenn ja, dann schreibt es gerne hier in die Kommentare. Ich werde es testen, aber ich glaube, nein. Ab 16.30 Uhr ist geöffnet, von Mittwoch bis Sonntags. Ihr sehen könnt, es ja auch nicht so viel Platz, deswegen gibt es keine Reservierung. Einfach vorbeikommen, kurz warten draußen und dann kommt ihr rein und könnt die wundervolle Pizza genießen. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu warten und nicht wieder abzuhauen. Oder ihr ruft an, bestellt vor, kommt vorbei, holt ab und genießt zu Hause. Einmal kurz 250 Grad in den Ofen, nicht mal eine Minute und ihr habt wieder eine knackige Pizza. Fasanstraße 50, direkt im östlichen Ringgebiet. Bottega Ceccarelli. Vorbeikommen, Bescheid geben, dass ihr das Video gesehen habt und dann kriegt ihr einen kleinen Absacker. Von mir war's das. Schöne Grüße. Du noch? Ragazzi, a presto. Ich glaube, Daniele freut sich auf euch, oder? Ja, immer sehr gerne. Ja? Immer sehr gerne. So, es ist noch nicht 16.30 Uhr, die Leute wollen schon rein, aber wir machen noch mal kurz